Frauen. Was kann ich denn tun für Sie? Bitte? Nowalski ist mein Name. Mein Name ist Nowalski. Ich rufe von der Bearbeitungszentrale der Joker-Karte an. Da geht es um die Kündigungsfrist von Ihnen, von Herrn Rudersdorf. Da haben Sie noch nicht fristgerecht gekündigt. Deswegen hat sich das bei Ihnen kostenpflichtig verlängert. Das wird mit der IBAN-Nummer DE94 anfängt und mit der 81 aufhört, rechtskräftig. Wollen Sie die 12 Monate weitermachen oder wollen Sie kündigen und aussteigen? Von der Monatskarte? Die habe ich doch schon ganz lange nicht mehr. Nein, nicht die Monatskarte. Sie sind bei der Joker-Karte. Das gehört zu der staatlichen Notarie. Ach so, davon weiß ich gar nichts. Da sind Sie seit 3,5 Monaten aktiv bei denen drinne. Ja. Da haben Sie nämlich durch die allgemeine Geschäftsbedingung haben Sie Ihre Daten freigegeben. Ob Sie das bewusst oder unbewusst gemacht haben, das weiß ich aber nicht. Aber mit den AGBs haben Sie Ihre komplette Daten freigegeben, Herr von Rudersdorf. Ja, aber unbewusst kann man das doch gar nicht machen. Vertrag setzt ja 2 Willensübereinkünfte voraus. Was heißt, das ist ein Fernabsatzvertrag, den Sie hier aktiviert haben, Herr von Rudersdorf. Ich habe gar nichts aktiviert. Doch, haben Sie. Sie sagen das wird aber bei Ihnen abgebucht. Wenn Sie die allgemeine Geschäftsbedingung akzeptieren, eine elektronische Adresse haben Sie, weil wo sonst denn? Würde ich Sie ja heute nicht anrufen, wo denn? Herr von Rudersdorf. Also das ist eine gute Frage, wo denn? Ja. Das müssen Sie wissen, nicht ich. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie mit Ihren Daten sichtbar sind. Ihre Daten, die hier vorhanden sind, haben Sie mit den AGBs selber freigegeben. Was haben Sie da denn stehen bei sich? Habe ich Ihnen eben gerade gesagt. Ich habe Ihre ganze persönliche Daten, die hier in der einen Register sind. Lesen Sie mal vor. Können Sie das einmal vortragen? Nee, ich muss ja wissen, dass das real ist, was Sie mir da erzählen. Das kann ja jeder anrufen. Real, okay, real. Sie heißen Hans Herbert von Rudersdorf, wohnen in der Klopstockstraße 93 in Bayreuth. Nee. Sie sind am 9.1951 geboren. Ihre komplette Bankdaten sind hier auch mit vorhanden. Die Adresse stimmt seit 3 Jahren nicht mehr. Ja, ob die, sehen Sie, haben Sie die in den 3 Jahren haben Sie Ihre Daten somit freigegeben. Das war 1 und 1, das passt ja zusammen. Herr nee, von Rudersdorf. Wie denn jetzt? Weil ich umgezogen bin, habe ich einen Lottovertrag? Nein, nicht, weil Sie umgezogen sind, weil Sie Ihre Daten mit da freigegeben haben, wo Sie noch gewohnt haben. Lesen Sie denn die allgemeine Geschäftsbedingung nicht durch, Herr von Rudersdorf? Also, ja, Sie können mir ja nicht mal sagen, von wem denn die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, von denen Sie sprechen. Wer hat das denn aufgesetzt? Also die allgemeine Geschäftsbedingung ist immer gleich, Herr von Rudersdorf. Ja, aber von welcher Firma bitte? Von welcher Firma? Ja. Eine AGB, ja. Herr Rudersdorf. Eine AGB besteht aus einer Zustimmung der Freigabe Ihrer Daten. Das hat mit einer AGB gar nichts zu tun. AGB heißt allgemeine natürlich. Geschäftsbedingungen und da werden die Vertragsformalitäten eine AGB geregelt. Ein Abonnat, hallo, eine AGB ist ein Abonnat, ein Fernabsatzvertrag. Quatsch. Wenn Sie im Internet Bestellungen, Herr von Rudersdorf, ich habe jetzt hier keinen Bock zu diskutieren, ich werde Ihre Unterlagen mit den 12 Monaten. Nee, das will ich nicht. Das tun Sie. Warum wollen Sie das nicht? Weil ich das nicht haben möchte. Sie sind aber, ob ich das Ihnen rausschicke oder nicht, Sie sind mit den 12 Monaten A89 mit drinne, Herr von Rudersdorf. Ja, aber warum? Das ist es. Weil Sie nicht gekündigt haben. Ich habe mich gar nicht angemeldet. Da fängt es doch an. Herr von Rudersdorf, deswegen sage ich Ihnen, lesen Sie erstmal die allgemeine Geschäftsbedingung erstmal durch. Ich habe ja keine gekriegt. Wenn Sie durchlesen, dann wissen, eine AGB kriegen Sie auch nicht zugeschickt. Wir leben in einem elektronischen Zeitalter von Herrn Rudersdorf. Ob Sie jetzt übers Internet die AGBs akzeptiert haben oder ob Sie mit einem Rabatteinkauf Ihre Daten freigegeben haben, das ist Ihnen überlassen. Ich gebe Ihnen nur die Information, dass Sie Ihre Daten durch die allgemeine Geschäftsbedingung freigegeben haben. Mit einem Rabatteinkauf, so. Sagen Sie? Wenn Sie einen Rabatteinkauf haben, ja. Dann kriegen Sie auch Ihre Daten frei. Aha. Wenn Sie eine Zeitschrift-Abo haben, geben Sie Ihre Daten damit auch frei.
Ich weiß nicht. Also ich hatte so, die Angebiss nicht ich gut. hatte so einen Gutschein von Netto. Kann das davon kommen? Also, wann war das dann ungefähr? Oh, die schicken mir immer mal wieder Gutscheine. Ich bin da ja Stammkunde, ne? Ich mag so gern dieses knackige Brot. Ah, das ist sehr gut. Wollen Sie mit einer Punktzusammlerkarte einkaufen? Ja, ja, natürlich. Da kriegt man ja ab und zu mal einen Joghurt geschenkt. Das brauche ich ja dringend. Ja, also ob Sie einen Joghurt geschenkt kriegen oder nicht, das ist nicht meine Aufgabe, Herr von Rosenthal. Den habe ich bekommen, also das kann ich bestätigen. Wenn Sie eine Karte haben, auf dieser Karte sind unsere ganze persönliche Daten drin, die Sie freigegeben haben. Wenn Sie mit der Karte einkaufen, die Karte geht einmal über die Kasse durch, da tun mir die Tagesangebote zustimmen. Der zweite Piep ist, wir geben unsere Zustimmung der Freigabe unserer Daten. So. Ja, da müssen Sie aufpassen. Also ich kann Ihnen nur eins sagen, damit wir die 12 Monate stoppen, müssen wir sie gesetzlich auf die Kündigungsfrist auf 3 Monate runterstufen. Bei den 3 Monaten haben Sie einmal das Recht, dass man das Spiel kündigt und Ihre Daten aus den Register nimmt mit den 12 Monaten, wo Sie hier drin sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das alles nicht. Könnten Sie das meiner Frau noch mal erklären? Wenn Ihre Frau da ist? Ja, die ist da. Margret. Ja, hallo? Hallo, schönen guten Tag. Von Rudersdorf. Ja? Walski ist mein Name. Und guten Morgen. Von der Bearbeitungszentrale an, der Joker-Karte. Das gehört zu der staatlichen Lotterie. Da hat der Hans Herbert von Rudersdorf seine Daten freigegeben. Ah, jetzt schon wieder? Den Internet. Jetzt haben wir schon wieder den Ärger mit dem Kram. Das gibt's ja nicht. Was heißt? Also Frau von Rudersdorf. Das hat er schon mal gemacht. Das hat er schon mal gemacht. Das tut mir leid. Können wir das löschen? Das kann man nicht komplett löschen. Also was heißt nicht löschen? Das will ich ja löschen. Aber bevor ich das lösche, ist er hier in einem Spiel mit drin bei der staatlichen Lotterie. Das Spiel Lotto. Muss erst gestoppt werden. Ja, das Spiel ah, muss yes. erstmal gestoppt werden und dann können wir die Daten aus den Registern mit den 12 Monaten entfernen. Ah, ist das ärgerlich aber mit dem Kerl? Das sag ihm Pfarrer. Was müssen wir denn jetzt machen, dass wir da rauskommen? Also, eigentlich nicht viel. Das Einzige, ich werde mit Ihnen Unterlagen vorbereiten für die Kündigungsfrist von 3 Monaten. Die 12 werde ich stoppen, verkürzen auf die 3. Die Unterlagen bereite ich mit Ihnen gemeinsam vor. Kriegen Sie innerhalb von 2 bis 3 Werkstagen. Und wenn Sie die Unterlagen von mir haben, schreiben Sie mir bitte 2 Zeiler. Da schreiben Sie einmal rein, hiermit kündige ich Hans Herbert von Rudersdorf zum nächstmöglichen Termin. Und jetzt kommt das Wichtigste, was ja? Sie mit draufschreiben. Warte mal, ich hol mal was schreiben, das kann ich mal gar nicht alles merken. Das ist das ein Scheiß. Warte mal. So, jetzt habe ich den Stift, was soll ich aufschreiben? Da schreiben Sie einmal rein, hiermit kündige ich. Hiermit? Herbert, aber nicht so schnell, ich bin eine alte Frau. Hiermit kündige ich. Muss ich dann mein Name danach schreiben oder von meinem Mann? Von Ihrem Mann. Hans Herbert von Rudersdorf. Da, guck, was du wieder gemacht hast. Ja, weil wie geht's weiter? So, zum schnellstmöglichen Termin. Zum schnellstmöglichen Termin? Ja? Dann schreiben Sie unten drunter den Satz, ich bitte um Löschung meiner Daten. Ich bitte um Löschung meiner Daten? Wo hast du die? Ich bitte um Löschung meiner Daten. Geht's noch weiter oder war es das schon? Ja, natürlich. Ja? Nach der neuen Datenschutzverordnung. Ah, wie schreibt man denn das? Also nach der neuen Datenschutzverordnung. Können Sie das mal buchstabieren? Datenschutzverordnung. Ja? Also einen Moment mal jetzt. Daten. Danke. Also einmal Daten mit D-A-T-I-N. Mit Bertha? Vorne? Dora. Dora! Ach, Daten! Ja? Datenschutz.
S-C-H-U-T-Z. Ja? Verordnung. Das hab ich. Wie die Verordnung vom Arzt, oder? Wie so ein Rezept. Genau, ja? genau. Ah, Sakrament. So, das tun Sie dann einmal wieder an mich zurückschicken. Wohin? In den Unterlagen. Brauche Adresse? In den Unterlagen, was ich Ihnen rausschicke, da ist eine postalische Anschrift, eine Telefonnummer, eine Servicenummer und eine Mailadresse, wo Sie das gerne machen können. Ah, wir haben gar keine E-Mail. Ist das schlimm? Okay, gut, nein, müssen Sie. Sie können das auch postalisch machen. Das habe ich alles weggeschmissen, den Teufelscomputer und das ganze andere Zeug. Wir haben vor 2 Jahren, wir sind extra umgezogen, weil die hier immer alle Geld haben wollten. Jetzt geht es schon wieder los. Aber das Problem ist, der Herr von Rudersdorf hat seine Daten selber freigegeben. Ja, das weiß ich. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Der ist blöd für sowas. Der denkt, er kann was gewinnen oder irgendwas. Dann haben wir immer den Ärger. Ich hoffe, der hat er was bestellt bei Ihnen. Also, nee. Brauchst nicht zugucken. Ich regel das. Setz dich nach. Entschuldigung, der ist ganz aufgeregt. Okay, kann ich mir gerade vorstellen. Ja. Ich tue jetzt mit Ihnen einen Datenabgleich machen. Nach dem Datenabgleich fasse ich nochmal eine kurze Zusammenfassung, mache ich dann. Die Zusammenfassung ist Ihre Garantie und meine Garantie als Sacharbeiterin, dass ich den Herrn von Rudersdorf heute erreicht habe und er diese 12x89 nicht mehr weitermachen möchte. Wie viel kostet es? Also, das ist monatlich diese 89 Euro. Ah, davon kann man ja eine ganze Woche Essen kaufen. Ja, aber nein, das ist das Lastschriftverfahren. Aber ich sehe gerade, der ist 51er Baujahr. Ich kann dem Betrag schon etwas runtergehen, Frau von Rudersdorf. Ja. Also bis zu 49,50 könnte ich das machen, wenn Sie das möchten. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal besser als 89. Ah, geht mir das auf die Nerven. Okay. Dafür das erzähle ich morgen in der Kirche. Das staatliche Lotterie ist das. Jokerkarte heißt das. Wie heißt es? Jokerkarte. Wie schreibt man das? J-O-K-E-R. 2 K. Einmal. Ja? Und dann, was war dann? Emil? Richard? Joker, also, ein J, ein A, Warte mal, ich habe mich verschrieben, ich muss es nochmal durchstreichen. Warte mal bitte. Okay. So, jetzt, ich will das ja richtig machen, ne? Das hört es ja nie auf. Sonst vererben wir nur Schulden, wenn wir mal sterben. Das geht ja nicht. Na, so, Joker schreiben Sie auf, mit eine Y. Mit Y? Ja, mit Y. Ja? O-K-E-R. Ja? Und dann schreiben Sie Karte dahin. Ganz normale Karte. Wie die Landkarte? Ja, so können Sie es auch schreiben. Ja? Naja, ich muss ja wissen. Ich kann nicht mehr so gut gucken, dann muss ich das richtig machen. Sonst verstehen wir das ja nicht. So, dafür muss ich jetzt einen Datenabgleich machen. Das mache ich dann mit dem Herrn von Rudersdorf. Den würde ich dann gerne nochmal ans Telefon nehmen. Ja, der ist gerade Inhalation machen. Das dauert eine Minute. Das dauert immer einen Moment. Okay, kein Problem. Und wenn das dann erledigt ist, dann rufe die Leute an ihm. Oh ja, ist das versprochen? Diese Anrufe, habe ich eben gerade den Herrn von Rudersdorf auch gesagt. Ah, der kann sich das nicht merken. Der Mann ist fast 100 Jahre alt. Und wie alt ist er? Ha? Er ist fast 100? Wie alt ist... Ach was, fast 100 ist er noch nicht. Aber er wollte sie das wissen. Wann ist er denn geboren? 8. Mai 33. 8. Mai? Ah ja. So, Moment mal. Der 8. Mai 1933, ne? Ja. Okay. Ja, ich bin ein bisschen jünger, aber ja, der kann das halt alles nicht mehr. Okay. Die Klopp
Stockstraße, die ist auch nicht mehr korrekt, ne? Nein, wir sind umgezogen. Okay, können Sie mir die normale Adresse geben? Ah, ich glaube, das will ich nicht. Nachher kommt wieder Post hier nach Haus. Mir zahle das und dann aber ist gut. Aber ich muss doch Ihnen Unterlagen rausschicken, damit Sie Unterlagen haben. Aber du musst mal versprechen, dass da nicht wieder böse Briefe hier kommen mit Rechnungen und alles. Ach, Quatsch, nein. Gut, warum sonst sage ich es dem Pfarrer. Es ist nicht lustig. Frau von Rudersdorf, ich bin sehr gläubig. Ja, das ist gut. Ja? Ja, ich könnte auch gerade weinen vor Ärger. Ach, Quatsch. Können wir? Also seien das Sie gibt's froh, ja alles seien nicht. Seien Sie froh, dass ich ihn heute erreicht habe. Wenn ich ihn heute nicht erreicht hätte an den Telefon, dann hätte ich Ihnen die 12 Monate A89 rausschicken müssen. Ah, das ist schrecklich. Du hast gesagt, bist auch gläubig, ne? Ja. Sollen wir das Vater unser zusammen beten, damit das alles mal aufhört? Vielleicht brauchen wir da göttliche Segen. Das können wir machen. Ja. Bis Ihr Mann wieder zurück ist, das können wir gerne machen. Ja, willst du anfangen oder soll ich das machen? Machen Sie das. Ja, also schön die Hände falten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser täglich Anruf gib uns heut und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldiger. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Böse, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und jetzt musst du Amen sagen. Amen. Einfach gut gemacht. In welche Kirche gehst du immer? Ich gehe gerne in die katholische. Ah, so eine bist du. Das ist ja ein Pfaffe da. Das sage ich dem Pfarrer, dass Pfaffe angerufen habe. Gehörst du zu der Jesuite? Also, die Straße bräuchte ich ja jetzt noch einmal, die aktuelle. Von der Kirche? Ja, das kann ich doch geben. Ist der Marktplatz 1? Nein, Ihre Straße. Meine? Die gehört man nicht. Ja. Manch, wo man wohne. Also, wenn Sie Post haben möchten, muss ich leider die Post, müssen wir einmal die Straße durchgehen. Dann schreib mir auf, du Tupp. Das ist 91448. Das ist die Postleitzahl. Ah ja, was sonst? Moment. Ist da nicht meine Kontonummer? Nein. Noch einmal, bitte. 91448 im Heilige Emskirche. Heilige Emskirche. Wie heißt denn die Straße? Altschauerberg 8. Da wohnen wir im Bauloch. Moment. Seit 3 Jahren. War zwischendurch einmal im Fort Ranger gewohnt. Es war geil schöne Zeit. Okay, Altschauer. Altschauerberg 8. So ist buchstabiere. Nein, brauchen Sie nicht. Nett? Hab ich. Jetzt musst du aber auch noch mal ein Gebet aufsagen, damit die bösen Geister wegbleiben. Alle Hure. Ach was, die bösen bleiben, die kommen ja immer wieder. Die kommen immer wieder, deswegen, die müssen wir alle totschlagen. Wir müssen auf der Kreuzzug gehen, zusammen. Komm, hilfst du mal. Scheiße, die haben aufgelegt. Ich habe gehofft, dass sie mitbetet, ey. Hoffentlich ruft sie gleich nochmal an. Aber das ist die gleiche miese Drecksau, die dem alten Krebskranken auch schon die Kohle wegnehmen wollte. Aber mit der Marianne ist es nicht so einfach.